Wir haben 1. Könige Kapitel 2 gelesen. Schau dir Vers 28 an. 1. Könige Kapitel 2, Vers 28. Da heißt es, und das Gerücht davon kam vor Joab. Denn Joab hatte zu Adonia gehalten, während er nicht zu Absalom gehalten hatte. Da floh Joab in das Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Und der Titel meiner Predigt heute ist Falsche Spiritualität. Oder ein alternativer Titel wäre Adonia, Joab und falsche Spiritualität. Das wird eine zweigeteilte Predigt sein, in der ich dir erstmal ein bisschen Kontext geben werde über die Geschichte, in der ich dir die Charaktere, vor allem Adonia und Joab, vorstellen werde. Wir werden uns anschauen, was waren das für Personen. Wir werden sie bewerten und wir werden bewerten, ob das gute oder böse Personen waren. Nur hier ist das Problem dabei. Im Alten Testament wird nicht oftmals allzu viel gesagt darüber, wie jemand in den Augen des Herrn war. Du liest einfach im Alten Testament in den Geschichten davon, dass derjenige das gemacht hat, derjenige hat das gemacht. Und oftmals wird nicht wirklich gesagt, derjenige war wirklich ein total gottloser Mensch in den Augen des Herrn, er war noch nicht mal gerettet. Oder derjenige war gerettet, aber er hat sehr gottlos gelebt. Oder derjenige war ein sehr gerechter Mann. Manchmal findet man solche Aussagen, aber oftmals wundert man sich ein bisschen. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Er hat gute und er hat schlechte Seiten. Aber so ist das natürlich im realen Leben. Die Bibel stellt uns nicht Menschen vor, die perfekt sind, sondern die Bibel stellt uns Menschen vor, die uns ähnlich sind. Wenn ein Buch über mich geschrieben würde, nun dann gäbe es gute Seiten und schlechte Seiten. Letzten Endes, natürlich, wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir uns die Frage, wie ist derjenige in den Augen des Herrn? Wie sollten wir ihn aus christlicher Perspektive, aus geistlicher Perspektive bewerten? Und über David zum Beispiel wird gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das ist eine eindeutige Bewertung durch den Herrn. Und es wird aber auch gesagt, zum Beispiel als er Ehebruch begangen hatte, dass es dem Herrn missfiel. Dagegen andere Charaktere, es wird nicht wirklich über sie gesagt, wie der Herr sie bewertet. Und dann sieht man gute Seiten und schlechte Seiten und man fragt sich, was ist mit demjenigen, was ist das für ein Typ? Oder was ist seine Motivation dahinter? Und was du verstehen musst ist, du kannst dir wahrscheinlich dein ganzes Leben lang über manche Charaktere im Alten Testament den Kopf zerbrechen. Ist das jetzt sozusagen der Gute in der Geschichte oder ist das der Böse in der Geschichte? Denn Menschen haben verschiedene Seiten. Wir sind Sünder. Und letzten Endes aber gibt uns die Bibel das, was wir wissen müssen, das, was wir brauchen. Das heißt, wir können letzten Endes sowieso nur das bewerten, was wir wissen, was wir definitiv lesen und Personen in der Bibel anhand von Gottes Gesetz bewerten. Und deswegen, man sollte sich nicht zu sehr versteifen darauf, denn vieles werden wir in diesem Leben nicht verstehen, was manchmal die Motivation dahinter war, wenn er überhaupt dies gemacht hat, wenn er das gemacht hat. Bei Adonia dagegen, den wir hier gleich sehen in der Geschichte, ist sehr eindeutig, auch wenn nicht die Bibel sagt irgendwie, der Herr dachte das und das über ihn, aber sehr eindeutig, dass er ein extrem gottloser Mensch war. Er ist nicht irgendwie erst gottlos geworden, sondern das Erste, was wir über Adonia lesen, zeige ich dir dann später, ist schon extrem gottlos. Also es wird eine zweigeteilte Predigt sein. Ich werde erstmal ein bisschen hier auf den Kontext, auf die Charaktere eingehen und dir dann ein paar Anwendungen geben aus diesem Vers, vor allem hier 1. Könige 2, Vers 28, wo sich Joab an den Hörnern des Altars festhält. Da werde ich dir ein paar geistliche Anwendungen geben. Deswegen Adonia, Joab und falsche Spiritualität ist der Titel meiner Predigt heute. Wir haben hier gelesen und das Gerücht davon, das Vers 28, kam vor Joab. Was für ein Gerücht. Nun, David hatte vor seinem Tod, das haben wir hier gelesen in 1. Könige Kapitel 2, dass die Zeit kam, dass David sterben sollte. Und David hatte also vor seinem Tod seinem Sohn Salomo, der sein Thronfolger werden sollte, der von Gott bestimmte Thronfolger war, er hat seinem Salomo Befehle gegeben, Anweisungen gegeben. Er sei stark, sei ein Mann. Und er hat ihm Befehle gegeben, dass er aufräumen soll, ja? Dass er einige Menschen töten soll. Ja, er sollte aufräumen. Und unter Salomo ist Israel wirklich zu vollen Pracht gekommen. Und der Name Salomo allein schon, ja, da steckt Frieden drin, das hebräische Wort für Frieden. Er war ein König des Friedens. Unter Salomo hatte Israel Frieden. Er hat aufgeräumt mit gewissen Leuten, die es verdient hatten, zu sterben. Und das sehen wir dann hier eben im Kapitel 2, wo Salomo so ziemlich gleich, nachdem er eben auf dem Thron sitzt als Davids rechtmäßiger Nachfolger, dass er aufräumt und für Frieden sorgt. Und Salomo tötet Adonia. Ja, und dieses Gerücht davon ist eben zu Joab gekommen und Joab fürchtet sich. Er flieht zum Altar und hält sich fest an den Hörnern des Altars. Warum? Nun, wir lesen hier,
das Gerücht davon, also dass Adonija getötet wurde von Salomo. Bei Salomo ist der Geduldsfaden gerissen mit Adonija, denn er hat ihn vorher eigentlich begnadigt. Das sehen wir dann auch gleich. Salomo hat Adonija getötet und auch der Priester Abiatar, der wurde des Amtes enthoben und im Grunde genommen weggeschickt. Er wurde verstoßen, der Priester Abiatar. Dieses Gerücht kommt zu Joab und Joab fürchtet sich, weil er eben gottloser Joab zu Adonija gehalten hatte. Warum sage ich gottlos? Nun, Absalom und Adonija, die hier genannt werden, denn Joab hatte zu Adonija gehalten, während er nicht zu Absalom gehalten hatte. Absalom und Adonija, das waren Söhne Davids. Und seine eigenen Söhne, Absalom und Adonija, haben sich gegen den Herrn aufgelehnt, weil sie sich gegen ihren eigenen Vater David aufgelehnt haben. Sie haben sich gegen den rechtmäßigen König aufgelehnt. Muss ich mir mal vorstellen, du hast deine eigenen Söhne und sie lehnen sich gegen dich als König auf. Das ist eigentlich eine unglaubliche Vorstellung. Absalom ist jemand, der vielleicht gut angefangen hat, aber ein sehr gottloser Mensch wurde. Er hat sich aufgelehnt gegen seinen eigenen Vater. Genauso Adonija hat sich aufgelehnt gegen König David in dem Sinne, dass er König werden wollte. Gott hat nicht Adonija bestimmt, David hat nicht Adonija bestimmt, Nachfolger zu werden. Adonija wollte sich einfach selbst zum König machen. Das ist Adonija. Und natürlich muss man kein Genie sein, um herauszufinden, dass es gottlos ist, so jemandem nachzufolgen, sich zu so jemandem zu halten. Besonders für Joab, der Heerführer war unter David. Joab war Heerführer, also General über das Heer unter König David. Und er hat sich somit natürlich auch gegen David aufgelehnt, indem er sich eben zu seinem gottlosen Sohn Adonija gehalten hat. Schau, wenn du so jemand einem gottlosen Führer nachfolgst, einem gottlosen Leiter, dann liegt es daran, dass du selbst gottlos bist. Ganz einfaches Prinzip. Also er hatte sich zu Adonija gehalten und jetzt sieht Joab, Adonija wurde getötet, der Priester Abiatar, der auch sich zu Adonija gehalten hatte, der wurde verstoßen und Joab denkt sich, ja gut, jetzt bin ich wahrscheinlich auch dran. Und er flieht, weil er Angst hat und greift die Hörner des Altars. Darauf werde ich dann gleich noch mehr eingehen. 1. Könige 1, Vers 50, geh hin zurück, einfach eine Seite zurückblättern, wahrscheinlich in deiner Bibel zu Kapitel 1, Vers 50. Warum hält sich Joab an den Hörnern des Altars fest? Wie kommt er auf diese Idee? Nun, er ist nicht der Erste, der das macht. Der Erste, der das getan hat, in 1. Könige 1, Vers 50, ist Adonija. Da heißt es, Adonija aber fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Und ich will dir hier ein bisschen Kontext geben, was passiert ist. Warum fürchtete sich Adonija vor Salomo? Nun, Adonija hatte sich selbst erhoben. Adonija wollte selbst König werden. Das war in einer Zwischenzeit. David war noch König, aber er war halt kurz vor seinem Tod. Und David hatte Salomo, seinen Sohn, noch nicht dem Volk verkündet. Hier, das ist mein Nachfolger. Salomo soll Nachfolger sein. Was macht Adonija? Ich mache mich selbst zum König. Und er ist ein gottloser Mensch, der sich einfach selbst erhebt. Und wer sich selbst erhebt, der wird erniedrigt werden, sagt die Bibel. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Oder wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. So. Und Adonija hatte sich selbst zum König gemacht und so weiter. Er hatte Joab mitgenommen, hatte Abiatar, den Priester, mitgenommen, die ihm geholfen haben, sagt die Bibel, wie gottlos, so jemandem zu helfen. Und jetzt erfährt Adonija aber, oh, mein Vater David hat ja Salomo zum König gemacht. Nun, hier ist das Ding. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du so stolz bist und dich selbst erhöhst, dann wirst du fallen. Dann wirst du dich fürchten eines Tages. Weil du dann nämlich weißt, jetzt kommen die Konsequenzen für meinen Stolz, für meinen Hochmut, dass ich mich selbst erhöht habe. Also, Adonija erfährt davon, oh, Salomo, mein Bruder ist König geworden. Ja, jetzt hat er natürlich Angst. Ja, was passiert jetzt? Weil jetzt bin ich derjenige, der sich unrechtmäßig erhoben hat. Das hat er wahrscheinlich auch kapiert, so gottlos er war. Und Adonija, genauso wie dann Joab später, flieht eben, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. So, dann liest weiter Vers 51, das meldete man Salomo und sprach, siehe, Adonija fürchtet den König Salomo. Und siehe, er hält sich an den Hörnern des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert töten wolle. Vers 52, und Salomo sprach, wenn er sich als rechtschaffener Mann erweist, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen. Wenn er aber Böses an ihm gefunden wird, so muss er sterben.
Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar herabholen. Und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm, geh hin in dein Haus. Also was wir hier sehen, ist etwas ein bisschen anderes, als was mit Hiob geschehen ist, nicht wahr? Adonia, der zum Altar geflohen ist, sich festgehalten hat an den Hörnern des Altars, er wurde hier vorerst begnadigt, nicht wahr? Er wurde nicht getötet, er wurde begnadigt. Nun, Logik, warum hat Hiob sich also an den Hörnern des Altars festgehalten? Das war die Frage, weil er Adonia gefolgt ist und er wusste natürlich, was Adonia gemacht hat, dass Adonia eben auch sich gehalten hat am Altar und begnadigt wurde. Hiob denkt sich jetzt, ja, vielleicht werde ich dann auch begnadigt. Ich meine, hier ist das Ding, Adonia wurde dann doch getötet später von König Salomo. Aber Joab dachte sich wahrscheinlich, ja, ich versuch's zumindest. Ich mache jetzt auch einen auf heilig. Ich bin jetzt auch mal heilig, so einmal in meinem Leben so gefühlt und halte mich an den Hörnern des Altars. Dann werde ich begnadigt. Ja, und da merkst du jetzt schon ein bisschen die Fake-Spiritualität, die falsche Spiritualität, die vorgetäuschte Spiritualität. Ich meine, es ist wirklich eine gottesfürchtige Sache, sich einfach am Altar festzuhalten, wo eigentlich nur die Priester sich um den Altar kümmern, für den Altar zuständig sind. Die Söhne Levis sollten die Geräte tragen und so weiter. Das ist dann wirklich eine gottesfürchtige, eine gottgefällige Sache. Aber darauf gehe ich später noch mehr ein. Also Joab denkt sich dann sicherlich auch, ja, wenn Adonia wurde begnadigt, ich versuch's mal, vielleicht werde ich auch begnadigt. Nun, Pech gehabt. Warum sage ich, dass Adonia vorerst begnadigt wurde? Nun, geh wieder zu 1. Könige Kapitel 2. Wieder vorblättern zu Kapitel 2. Schau dir Vers 22 an. Da heißt es, da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter, 1. Könige 2, Vers 22, und warum bittest du für Adonia um Abishag, die Schunamitin? Bitte für ihn auch um das Königreich, denn er ist ja mein älterer Bruder. Verzeihung, sowohl für ihn als auch für Abiathar, den Priester, und für Joab, den Sohn der Zeruja. Also, Adonia, du hast es schon gelesen vor der Predigt in 1. König Kapitel 2, aber um dich daran zu erinnern, Adonia, für ihn war das nicht genug. Er wurde gerade begnadigt, wurde nicht getötet, aber er kann es nicht lassen. Er wollte dann unbedingt Abishag, die Schunamitin, haben. Das war eine Frau, die für König David gesucht wurde, dass sie ihm dient und bei ihm liegt, damit er warm werden kann. Und nein, sie hatten keinen ehelichen Verkehr, sagt die Bibel, es war nicht Unzucht. Und er will halt diese Frau, die ausgesucht wurde aus allen Frauen Israels. Er will diesen Status, ja, dass er jetzt die Frau hat, die König David gedient hat. Ihm geht es weiterhin um seinen Status. Weiterhin ist er arrogant und hochmütig und stolz. Er kann es einfach nicht lassen. Und dann heißt es weiter in Vers 23, 1. Könige 2, Vers 23, und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, Gott tu mir dies und das, also es ist so ein Schwur, so Gott tue mir dies und das, wenn dieses Wort soll Adonia das Leben kosten. Und nun, so wahr der Herr lebt, der mich bestätigt und mich auf den Thron meines Vaters David gesetzt und mir ein Haus bereitet hat, wie er gesagt hat, heute noch soll Adonia sterben. Und wir sehen hier, Salomo ist der vom Herrn bestätigte König. Und du kannst sagen, na gut, das ist ja nur, was Salomo sagt. Aber weißt du was, Adonia selbst gibt das zu. Adonia selbst hat das zugegeben, naja, er ist ja der vom Herrn bestätigte König oder so ähnlich. Also Adonia gibt das selbst zu. Also es ist richtig, was Salomo hier sagt. Heute noch soll Adonia sterben und der König Salomo sandte Benaja, den Sohn Jojadas, der stieß ihn nieder, sodass er starb. Wie ich dir gesagt habe, das ist eine zweigeteilte Predigt. Wir schauen uns jetzt ein bisschen die Charaktere an. Ich gebe dir ein bisschen Kontext, was ist davor passiert und so weiter. Was ist mit Adonia und Absalom? Adonia hat sich aufgelehnt eben gegen König David. Er hat sich selbst zum König gemacht. König in Anführungszeichen. Er war natürlich nicht vom Herrn bestimmt. Und Joab hat sich zu diesem gottlosen Pseudokönig gehalten. Gegen König David. Und ich will dir ein bisschen die Charaktere aufzeigen, denn beide, Adonia und Joab, sie machen das Gleiche. Sie halten sich an den Hörner des Altars fest. Und du kannst dir denken, ja, ist das wirklich so ein wichtiges Detail? Nun, ich werde dir nachher zeigen, was das für ein interessantes Detail ist, dass sie sich beide festgehalten haben in den Hörnern des Altars. Aber ich will dir erstmal aufzeigen, was sind das für Charaktere, was sind das für Personen? Was vereint diese beiden? Adonias Charakter können wir in einem Vers zusammenfassen. Blätter wieder zurück zum ersten Kapitel, 1. König Kapitel 1. Was für ein schlechter Charakter, wenn du den Charakter eines Menschen in einem Vers zusammenfassen kannst. Ich meine, natürlich könntest du auch sagen, ja, er hatte einfach einen so durch und durch guten Charakter, dass man nur ein Wort sagen muss. Okay, ja gut, vielleicht war das jetzt nicht unbedingt die beste Aussage, aber auf der anderen Seite auch,
wenn es einfach ein Vers gibt, der so negativ ist und einfach so das Leben einer Person beschreibt. Ich meine, was für ein schlechter Charakter. So heißt es in 1. Könige 1, Vers 5. Achte darauf, Adonija aber, der Sohn der Hagit, ließ mit mir, erhob sich. Und das ist das Erste, was wir über Adonija lesen. Geh einfach zu dem ersten Vers zurück, wo eine Person erwähnt wird, und schau, was darüber steht in der Bibel. Und ja, okay, vorher kommt noch ein anderer Vers vor, wo Adonija erwähnt wird, aber da wird nicht über Adonija gesprochen, wie er ist. Also der erste Vers, wo Adonija über ihn gesagt wird, was er getan hat, wie er ist, was lesen wir da? Adonija aber, der Sohn der Hagit, erhob sich und sprach, ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Was war Adonija für ein Mann? Er erhob sich. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, sagt die Bibel. Ich will mich doch nicht selbst erniedrigen. Was sagt die Bibel? Erniedrige dich. Erhöhe dich nicht selbst, erniedrige dich. Adonija war jemand, der sich einfach selbst erhoben hat. Und Adonija ist ein perfektes Beispiel für Leute, die nicht qualifiziert sind, die aber unbedingt ein bestimmtes Amt haben wollen. Siehst du, Gott hatte nie eigentlich vorgesehen, dass es einen König über Israel geben sollte. Nun, Gott wusste, dass eines Tages die Kinder Israels sich einen König wünschen und sie haben Saul bekommen. Und ja, Saul wurde dann von Gott bestimmt. Saul hat gut angefangen. Saul war nicht einfach ein durch und durch schlechter Mensch. Saul hat gut angefangen. Das heißt über Saul, dass er klein war in seinen eigenen Augen. Dagegen Adonija erhob sich. Siehst du den Unterschied? Saul war klein in seinen eigenen Augen. Ich meine, Gott hat nicht einfach einen gottlosen Menschen auserwählt, um König zu sein. Er hat einen guten Menschen auserwählt. Na, Saul hat natürlich sein Leben komplett vermasselt, bis zu dem Punkt, dass er sich selbst umgebracht hat, dass er Suizid begangen hat. Und die Bibel ist eindeutig, dass das Ende einer Sache wichtiger ist als ihr Anfang. Ich zitiere nur ungefähr. Was letzten Endes wirklich die Rolle spielt, ist, wie beendest du dein Leben? Weil hier ist das Ding, du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Ich habe mal dies und das gemacht. Ich war mal gottesfürchtig. Die Frage ist, wie lebst du jetzt dein Leben? Wie beendest du dein Leben? Nicht, ich habe mal geeifert für den Herrn. Eiferst du jetzt für den Herrn? Hast du jetzt einen guten Charakter? Bist du jetzt gottesfürchtig? Also, wo war ich stehen geblieben? Ich meinte, dass der Herr niemals wirklich sich einen König über Israel haben wollte, aber Gott hat die Entscheidung der Kinder Israels akzeptiert. Er meinte, ihr wollt einen König haben, dann bekommt ihr halt einen. Und Gott hatte deshalb auch schon in weiser Voraussicht, weil Gott vom Anfang an das Ende verkündigt von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, in weiser Voraussicht hat Gott schon im Alten Testament dafür Gesetze für den König gegeben, weil es eben eines Tages passieren würde. Und hier ist das Problem bei Königen. Sie haben eine Familie und die Söhne, die sehen dann den Status und sie wollen auch den Status haben. Und das Problem ist, wenn nicht Gott den König bestimmt, dann geht es den Menschen darum, Status zu haben. Dann hat es nichts mehr mit Qualifikation zu tun. Der ist ein guter Mensch, der ist klein in seinen eigenen Augen. Der kann folgen, also kann auch leiten. Dann geht es nicht mehr um Qualifikationen, sondern ich will König sein. Adonija erhob sich. Und sowas kann man natürlich immer auch auf heutzutage beziehen. Es ist nicht einfach so, dass wir, wenn wir das Alte Testament lesen, oh, Könige gibt es ja nicht mehr. Oder natürlich gibt es immer noch Könige in manchen Ländern, aber es ist nichts, was uns irgendwie so alltäglich betrifft. Und auch in Ländern, in denen es noch Könige gibt, haben sie natürlich auch nicht mehr wirklich was zu sagen. Ist trotzdem dann meistens eine Republik, wo es ein Parlament gibt und so weiter. Aber trotzdem können wir alles in der Bibel auch auf heutzutage beziehen. Es gibt immer Prinzipien, die wir lernen können. Und woran erinnert uns das, wenn wir hier sehen, dass sich Adonija selbst erhob? Nun, an Pastoren, die sich selbst erheben, die sich selbst zum Pastor machen, die sich selbst ordinieren, die nicht qualifiziert sind. Um Pastor zu sein, musst du verheiratet sein und Kinder haben. Und ich erzähle dir jetzt mal was aus einer Brüdergemeinde, in die ich in Görlitz gegangen bin, okay? Und mir geht es irgendwie gar nicht darum, die ganze Gemeinde mit allen Leuten, die da sind, irgendwie in den Dreck zu ziehen oder so. Denn weißt du was? Ich bin dort hingegangen und war dankbar dafür, dass ich zumindest eine Kirche hatte. Und das sollten manche von euch sich vielleicht auch hinter die Ohren schreiben. Dankbar zu sein, eine Kirche zu haben. Und nicht müsst ihr denken, oh, da lernen die Voreindruckung. Ist doch scheißegal!
Was ist dein Problem? Geh zur Kirche! Oh, die haben was gegen Pastor Anderson. Okay. Und? Ist der Pastor gerettet? Wird das richtige Evangelium verkündigt? Lieben diese Menschen den Herrn? Habe nicht diese zu radikale Einstellung, dass irgendwie alles perfekt sein muss. Schau, wenn du in eine konservative Gemeinde in Deutschland gehst, dann wird dort 99,9% natürlich die Vorentrückung gelehrt. Was erwartest du? Schau, manchen von euch würde es wahrscheinlich gut tun, einfach in eine liberale Gemeinde zu gehen. Wirklich. Und natürlich sage ich das mit einem Augenzwinkern, denn ich glaube nicht wirklich, dass es eine bessere Alternative ist, in eine liberale Gemeinde zu gehen. Aber auf der anderen Seite, schadet es manchmal euch nicht, so eine Erfahrung zu machen? Siehst du, als ich damals in die Brüdergemeinde in Goss gegangen bin, ich habe fast immer vom Gottesdienst einfach gebetet, Herr, lass mich etwas lernen, lass mich heute ein gutes Zeugnis sein in der Gemeinde, Herr. Und ich habe mich hingesetzt und meine Klappe gehalten, habe versucht, was zu lernen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Gemeinde ohne Probleme war. Also auf der einen Seite will ich die Gemeinde nicht in den Dreck ziehen, aber auf der anderen Seite waren die meisten dort wahrscheinlich nicht gerettet. Das ist die Wahrheit. Und typisch Brüdergemeinde, sie hatten mehrere Älteste, was ein unbiblisches Prinzip ist, was nicht praktisch gesehen funktioniert in einer kleinen Gemeinde. Wie will man Entscheidungen treffen, wenn dann darüber abgestimmt werden muss? Weißt du was? In einer Kirche wird nicht darüber abgestimmt. Eigentlich. Sondern da sagt der Pastor, das ist es, was die Bibel sagt und das machen wir. Sollte es eigentlich sein. Aber gut, Brüdergemeinden haben dieses Prinzip. Es soll mehrere Älteste geben und Älteste, Aufseher, Hirten bzw. Pastoren. Das sind Synonyme in der Bibel. Und ich weiß, dass einer von den Ältesten gerettet war. Ich habe mit ihm über das Evangelium gesprochen und ich bin zu 100% überzeugt, dass er gerettet ist. Eindeutig. Aber da gab es einen anderen sogenannten Ältesten, lass es auf der Zunge zergehen, der war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Ältester. Nicht verheiratet und keine Kinder. Er hat sich selbst erhoben. Er hat sich selbst erhoben. Schau, wenn du dich Ältester nennst oder Pastor, wenn du irgendwie denkst, ich bin jetzt Pastor, ich bin jetzt Ältester in dieser Gemeinde, dich so erhebst und du aber nicht verheiratet bist, keine Kinder hast, wenn du nicht qualifiziert bist, dann bist du ein gottloser Mensch. Und derjenige, Simon, der ist sowieso nicht gerettet. Lordship Salvation. Ich meine, mittlerweile ist er verheiratet, aber er war schon Ältester, bevor er Ältester, nicht in den Augen Gottes, bevor er verheiratet war und Kinder hatte, ganz davon abgesehen. Gottlos sowas. Und die Bibel sagt in den Qualifikationen eines Pastors, dass er nicht eigenwillig sein soll. Schau, wenn du dich zum Pastor machst, dich so selbst erhebst, und das ist eigenwillig, du willst einfach deinen eigenen Willen, du gehst nicht mit dem Willen Gottes, du bist eigenwillig. Ich will Ältester sein, ich will Pastor sein. Erfüllst du die Qualifikation? Nein, aber ich will Ältester sein, ich will König sein, ich erhebe mich selbst. Das, was Adonia gemacht hat, das ist etwas, was wir gar nicht so selten sehen, ehrlich gesagt. Besonders in Gemeinden in Deutschland, wo irgendwie Älteste eingesetzt werden, die manchmal einfach Jugendliche sogar sind. Und es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber die halt aufgrund ihres Alters noch nicht verheiratet sind und Kinder haben. Kein Witz. Ich will nicht so sehr vom Thema abkommen, aber das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man ansprechen muss. Extrem gottlos sowas. Und irgendwas lag mir noch auf der Zunge, aber vielleicht komme ich später drauf. Also Adonia, aber der Sohn der Haggit, erhob sich, 1. König 1, Vers 5, und sprach, ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Joab und Adonia, das sind zwei zentrale Charaktere natürlich in dem Kapitel, das wir uns angeschaut haben. In dem Sinne, sie haben sich beide am Altar festgehalten. Das vereint sie. Joab hat zu Adonia gehalten. Jetzt ist die Frage, was war Joab für ein Mann? Wir haben die Frage geklärt, was war Adonia für ein Mann? Er hat sich selbst erhoben. Das ist, was du über Adonia wissen musst. Er hat sich selbst erhoben. Das ist sein Charakter. Und für ihn war es egal, dass der Herr Salomo bestimmt hatte. Er sagt es so in einem Nebensatz. Und Adonia sagt, ja, alle Augen Israels waren auf mich gerichtet. Ja, aber der Herr hatte ja Salomo bestimmt. Also eigentlich zwischen ihm und dem Königtum steht nur der Herr. So. Ja, Gott hat ja Salomo bestimmt. Wow. Siehst du, wenn sich jemand selbst zum Pastor macht,
Sie sind eigenwillig, gehen gegen den Willen Gottes, gegen den Herrn. Und hier ist das Lustige, genau, was ich noch erzählen wollte. Ich habe mit einem der Ältesten irgendwie gesprochen. Wir sind, glaube ich, gar nicht absichtlich auf das Thema gekommen, ja, was halt so die Qualifikationen eines Ältesten sind. Und ich habe so am Rande erwähnt, ja, dass ich ja glaube, dass ein Ältester auch verheiratet sein muss, Kinder haben muss. Und ich habe dabei gar nicht an diesen Simon gedacht. Aber der Älteste, mit dem ich geredet habe, der gerettet ist, der meinte dann von sich aus, ja, aber dann könnte der Simon ja auch nicht Ältester sein. Aha, bingo. Und er hat dann noch irgendein Argument gebracht und dann habe ich irgendwas zurückgesagt. Ich habe nicht irgendwie hart diskutiert mit ihm, ich habe einfach so gesagt, was die Bibel sagt. Wir haben normal miteinander geredet, friedlich. Und so, ich meine, so wie er reagiert hat, hatte ich den Eindruck, dass er es verstanden hat. Und mir im Grunde genommen wahrscheinlich zugestimmt hat. So kam das für mich rüber, ich weiß nicht zu 100%. Also siehst du, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Was war Adonia für ein Mann? Das haben wir schon geklärt. Was war Joab für ein Mann? Nun, schau dir Adonia an. Wenn du wissen willst, was Joab für ein Mann war, schau dir Adonia an. Beispiel. Du folgst einem gottlosen Pastor. Weißt du, was das bedeutet? Du bist gottlos. Und schau, gibt es Ausnahmen? Ja, natürlich. Sicherlich gibt es Ausnahmen. Denn ich realisiere natürlich, dass viele Leute in Deutschland in eine Kirche gehen, weil sie in eine Kirche gehen wollen, aber sie nicht unbedingt zustimmen mit dem, was die Kirche sagt. Ich kenne, es gibt mehrere Leute, ich kenne auch manche persönlich, die gesagt haben, ja, ich habe die Predigten von Lothar Gassmann gehört zum Beispiel, oder ich bin sogar in seine Gemeinde gegangen, aber sie haben Lothar Gassmann nicht zugestimmt, dass man sein Heil verlieren kann. Nun, das sind Ausnahmen. Aber was ist die Regel, wenn jemand in Lothar Gassmanns Gemeinde geht zum Beispiel, Bibelgemeinde Pforzheim, dann ist derjenige gottlos, das ist die Regel. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 29, Vers 12, achte darauf. Sprüche Kapitel 29, Vers 12, du musst das nicht unbedingt aufschlagen. Wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Nicht manche, sondern wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Die Bibel lehrt das Prinzip. Du hast einen gottlosen Fürsten, einen gottlosen Obersten, einen gottlosen Herrscher, einen gottlosen Leiter. Was mit den Dienern? Alle gottlos. Das ist die Regel. Die Bibel spricht hier natürlich verallgemeinert, das ist die Regel, sie sind alle gottlos. Natürlich, wenn es um Kirchen geht, dann findest du Ausnahmen und so weiter, ist mir klar. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn du einem gottlosen Leiter folgst, warum folgst du ihm? Du machst das freiwillig, du hast dich dazu entschieden, du findest ihn offensichtlich toll. Wenn du Adonia toll findest, dann bist du gottlos. Wenn du einem Pastor folgst, der nicht ordiniert ist, der nicht qualifiziert ist, der Irrlehre lehrt oder was auch immer, bist du gottlos. Wenn du einem Pastor folgst, der sich abgespalten hat von seiner Gemeinde und seine eigene Gemeinde gegründet hat, vielleicht von seinem Vater ordiniert wurde, Papa hat ihn halt ordiniert, dann bist du gottlos. Ganz einfaches Prinzip. Wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Also was war Joab für ein Mann, wenn er Adonia gefolgt ist? Wenn er ihm geholfen hat? Was wäre er für ein Mann? Er war ein gottloser Mann. Und nur zur Erklärung, das Wort Fürst in der Bibel, das ist kein deutscher Adelstitel. Okay. Es gibt natürlich auch den deutschen Adelstitel Fürst, aber das ist nicht wirklich damit zu 100% zu vergleichen. Ein Fürst in der Bibel, du kannst das übrigens mit dem englischen Wort first vergleichen. First, ja, die das Erste. Also ein Fürst ist der Erste im Sinne von der Oberste, ein Herrscher, ein Leiter. Und ein Fürst in der Bibel kann auch ein König sein. Also nicht so, dass ein Fürst irgendwie unter einem König ist, sondern ein Fürst in der Bibel ist einfach ein Herrscher. Das kann ein König auch sein. Das nur zur Erklärung, dass du das nicht unbedingt mit einem deutschen Adelstitel vergleichen solltest. Also wenn ein Herrscher und ja, auch ein Pastor ist natürlich ein Leiter, wenn der auf Lügenworte achtet, was heißt das? Wenn wir es verallgemeinern. Das ist ein gottloser Mensch. Also als Herrscher musst du die Wahrheit lieben. Wenn du als Herrscher, wenn du als Leiter, als König oder als Pastor, wenn du Lügen liebst, wenn du auf Lügenworte hörst,
Wenn du nicht die Liebe zur Wahrheit hast, dann bist du gottlos. Du kannst natürlich unmöglich leiten. Und dann werden alle deine Diener gottlos. Also, du könntest sagen, aber Joab hat auch Gutes getan. Ja, wir schauen uns die Charaktere Adonia und Joab an. Der Titel meiner Predigt ist Adonia, Joab und falsche Spiritualität. Auf die falsche Spiritualität gehe ich am Ende noch ein in meiner Predigt, aber erstmal die Charaktere. Adonia war gottlos, Joab ist Adonia gefolgt. Er war gottlos. Ja, aber Joab hat auch Gutes getan. Nun, das stimmt. Ich kann mich an gute Episoden aus Joabs Leben erinnern. Beispielsweise war es so, dass König David Israel zählen lassen wollte. Und es scheint so, dass David dabei eine falsche fleischliche Motivation hatte. Zum einen. Zum anderen war das Problem, dass David bei dieser Volkszählung nicht Geld vom Volk eingenommen hat, was die Bibel vorgeschrieben hat. Gott hat es vorgeschrieben, dass bei einer Volkszählung Geld eingenommen werden soll für den Tempel, für das Haus Gottes. Also David hat gesündigt. Und da sagt die Bibel, dass das Wort Davids für Joab ein Gräuel war. Joab hat die Volkszählung nicht bis zu Ende durchgeführt, weil er eingesehen hat, dass es falsch war. Nun, da sieht man, da lag Joab damals natürlich richtig. Ja. Also das wäre etwas Positiveres, was man über Joab vielleicht sagen könnte. Außerdem war Joab jemand, der König David gedient hat. Er war Heerführer Israels und er war in vielerlei Hinsicht heldenhaft. Joab war derjenige, der Jebus eingenommen hat. Was ist Jebus? Da haben die Jebusiter gewohnt in der Stadt und diese Stadt wurde dann in Jerusalem umbenannt. Wer war derjenige, der diese Stadt eingenommen hatte, die von Heiden, von Jebusitern bewohnt war ursprünglich? Das war Joab. Das war natürlich eine große Tat, eine Heldentat. Also siehst du, nur weil jemand Heldentaten vielleicht aus unserer Sicht vollbringt und einem König dient, das heißt nicht, dass er auch wirklich ein gottesfürchtiger Mensch ist. Und ich denke, das sieht man spätestens daran, dass Joab offensichtlich kein Problem damit hatte, Adonia nachzufolgen, der sich gegen König David aufgelehnt hat. Nun, hatte Joab also wirklich die richtige Motivation, dass er auf der Seite des Herrn sein wollte und dem von Gott bestimmten König dienen wollte? Scheint mir nicht so. Also siehst du, die Bibel gibt keine Bewertung von außen, sondern wir lesen einfach diesen Bericht, was ist geschehen. Und dann müssen wir eben uns die Charaktere anschauen im Licht des Rest der Bibel und sie bewerten. Also ich zweifle an Joabs Motivation. Er hatte kein Problem, Adonia zu folgen, sich gegen David somit aufzulehnen. Geh zu 2. Samuel Kapitel 19, Vers 14. Ich will dir diesen Vers hier zeigen. 2. Samuel Kapitel 19, Vers 14. Unter Saul war Abner Heerführer. Dann unter David war Joab Heerführer, General. Und Joab wurde aber für eine kurze Zeit abgesetzt. Und da lesen wir in 2. Samuel Kapitel 19, Vers 14. Und zu Amasa spricht, bist du nicht mein Gebein und Fleisch? Gott tun mir dies und das, wenn du nicht dein Leben lang vor mir Heerführer sein wirst an Joabs Stelle. Ich denke, dass Joab einfach hochmütig geworden ist. Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wie gesagt, wir können uns nur das anschauen, was die Bibel sagt. Aber ich denke mir so, Joab war dieser Held, der Jebus eingenommen hatte, was Jerusalem wurde. Joab war lange Zeit Heerführer unter König David. Ich meine, er hatte einen hohen Status natürlich genossen. Und dann wird er aber abgesetzt. Und Amasa ist an seiner Stelle Heerführer. Zudem auch noch der Amasa, der sich zu Absalom gehalten hat. Der sich auch eben gegen König David aufgelehnt hat. Absalom und Adonia waren Söhne Davids. Nun, du könntest dir vielleicht denken, okay, vielleicht dachte sich Joab, weil Joab bringt dann Amasa um. Vielleicht dachte sich Joab, naja, Amasa ist so gottlos, der hat sich gegen König David aufgelehnt. Aber warte, Joab selbst hatte kein Problem, sich gegen König David auch aufzulehnen und zu Adonia zu halten, nicht wahr? Also, ich denke, was wir hier daraus lesen können, ist, dass Joab ganz einfach den Status haben wollte. Er wollte der Heerführer sein. Und konnte es nicht wahrhaben, dass Amasa an seiner Stelle Heerführer wurde. Und ich glaube, wir lesen das dann noch. Ich glaube, ich habe das in meinen Notizen, dass jedenfalls Joab hat Amasa dann umgebracht, extrem kaltblütig umgebracht. Also er hatte auch kein Problem damit, gegen den von König David bestimmten Heerführer vorzugehen. Es war nicht so, dass er wirklich Autorität gefürchtet hat. Kaltblütig hat er Amasa ermordet.
Also Adonia und Joab waren beides Männer, die sich gegen von Gott gegebene Autorität aufgelehnt haben. Gott hatte König David bestimmt, Gott hatte König Salomo bestimmt. Sie haben sich gegen Gott gegebene Autorität aufgelehnt. Und die Bibel sagt, dass Ungehorsam wie die Sünde der Wahrsagerei ist. Wie Zauberei, wie Okkultismus. Ungehorsam und Rebellion. Und das ist, was die beiden gemacht haben. Wobei Adonia noch schlimmer ist als Joab, ehrlich gesagt. Denn wir lesen einfach eigentlich nur Negatives über Adonia. Ich kann gar nichts Positives denken. Der erste Vers über Adonia, wo was über ihn gesagt wird, Adonia, der Sohn der Haggit, erhob sich. Hier ist das Ding. Diese Geschichten, die sind manchmal etwas, wo man sich fragt, wer ist hier der Gute, wer ist der Böse, wer ist der Held, ja, wer ist der Bösewicht? Ist nur Joab schuldig? Ist nur Adonia schuldig? In dieser ganzen Geschichte mit all den Intrigen, und übrigens, wenn du Drama und Intrigen willst, wenn du gerne solche Bücher liest, dann liest die Bibel. Da hast du viel Drama und Intrigen, wo jeder irgendwie König werden will, dann wird der umgebracht und der wird umgebracht und dann rächt sich der an dem. Aber so hässlich kann das Leben manchmal sein. Und die Bibel verschweigt uns das nicht. Ja, die Bibel zeigt uns, was die Realität ist. Hier ist das Ding, David, der zwar von Gott bestimmt war, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, war nicht unschuldig in dieser Sache. Lass mich dir das erklären. David hätte schon längst dem Volk verkündigen sollen, wer sein Nachfolger ist. David hatte schon Chance gehabt, dem Volk zu verkündigen. Schaut, das ist Salomo, der soll König sein nach mir. Das hätte David machen sollen. Das war ein Moment von Schwäche in Davids Leben, was nicht schwer zu verstehen ist, er war vor seinem Tod. Aber hier ist das Ding, dann hätte er schon Salomo bestimmen sollen als König. Das wäre besser gewesen. Dann wäre klar gewesen, okay, Salomo ist König. Aber dadurch, dass David diesen Moment der Schwäche hat und David wusste noch nicht mal was davon, dass Adonia sich zum König gemacht hatte. So David berichtet. Das ist natürlich ein Moment der Schwäche, wo König David nachgelassen hat und nicht stark war als Leiter. Nicht die Oberhand behalten hat, nicht die Kontrolle behalten hat als König, was er hätte behalten sollen. Und in diesem Moment der Schwäche hat es natürlich ein gottloser Mensch ausgenutzt. Also David ist nicht ganz unschuldig in die Sache, aber hier ist das Ding, David hat letzten Endes sein Leben gut beendet. Hatte David negative Episoden in seinem Leben? Oh ja. Aber wie hat er sein Leben beendet? Gut beendet. Ja. Im Gegensatz zu Saul, seinem Vorgänger, der sich selbst letzten Endes umgebracht hat, weil er sein Leben so versaut hat und dass der Herr gar nicht mehr auf ihn hören wollte. Der Herr wollte mit Saul dann eigentlich nichts mehr zu tun haben. Hat nicht auf seine Gebete gehört. Und natürlich, man kann immer als Christ zum Herrn umkehren. Ja, Gott wird uns niemals verstoßen, aber Gott kann dich sehr wohl in bestimmten Bereichen deines Lebens verstoßen. Du kannst verstoßen werden aus der Kirche, ja, wenn du halt in Ehebruch lebst oder Unzucht oder wenn du ein Trunkenbold bist und nicht davon umkehrst, nun dann wirst du auch nicht mehr zurückkommen können, wenn du nicht davon umkehrst. Aber ich will nicht zu weit abschweifen. Schau dir 1. König Kapitel 2 an. Du gehst wieder zurück zu 1. König Kapitel 2. Ich hätte dir sagen sollen, du sollst dir dort ein Lesezeichen machen. Wir schauen uns natürlich hauptsächlich Kapitel 2 an. Wir haben uns jetzt Adonia und Joab angeschaut, die beiden Charaktere. Was waren das für Leute? Ja. Und jetzt lass uns 1. König Kapitel 2 lesen mit diesem Gedanken im Kopf. Da heißt es in Vers 5, du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, das ist David, der zu Salomo spricht. David gibt die letzten Befehle an seinen Nachfolger Salomo. Du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, getan hat, wie er an den beiden Heerführern Israels, an Abner, dem Sohn Ners, und an Amasa, dem Sohn Jethas, gehandelt hat, wie er sie umgebracht und so Kriegsblut mitten im Frieden vergossen und Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. So handle nun nach deiner Weisheit und lass seine grauen Haare nicht mit Frieden ins Totenreich fahren. Er sagt im Grunde genommen, hey, der soll zur Hölle fahren, dieser Joab. Ja, lass ihn nicht mit Frieden ins Totenreich fahren. Bring ihn um. Sein Blut soll offen sein. Also David gibt Salomo den Befehl, ja, Joab zu töten.
Du weißt aber auch, was mir Job, der Sohn der Zeruja, getan hat, wie er an den beiden Herrführern Israels, an Abner, dem Sohn Ners, und an Amasa, dem Sohn Jethas, gehandelt hat. Genauso wie wir Charaktere ein wenig bewertet haben, Herr Adonia und Joab, ein bisschen uns die Charaktere angeschaut haben, wieso können wir sie bewerten, waren das gottlose Männer, waren das gute Männer? Nun, wir haben ein paar positive Sachen in Jobs Leben gesehen, aber er war letzten Endes ein sehr gottloser Mann. Ein sehr gottloser Mann. Okay. Genauso wollen wir auch das hier bewerten, was König David gesagt hat. Nur weil David ein insgesamt guter, gottesfürchtiger Mann war, heißt das nicht, dass er alles richtig gemacht hat. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, zu denken, oh, weil die Apostel das und das gemacht haben, deswegen sollten wir das auch machen. Nun, die Apostelgeschichte heißt Apostelgeschichte, weil es Geschichte ist. Es wird einfach gesagt, das und das haben sie gemacht. Nicht alles, was die Apostel gemacht haben, ist autoritativ für unser Leben. Okay. Nicht alles, was König David, der ein guter Mann war, gemacht und gesagt hat, ist autoritativ für unser Leben. Und hier ist eine Faustregel. Wenn über jemanden gesagt wird, König David zum Beispiel König David sagte das und das, Punkt, 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 dann ist das nicht autoritativ. Wenn wir dagegen einen Psalm lesen, den David geschrieben hat, wo David der Autor ist, dann wissen wir, okay, der Autor in einem Buch der Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Okay? Derjenige, der der Autor ist, manchmal ist es ein Autor, der nicht beim Namen genannt wird, hier in 1. Könige wissen wir nicht, wer der Autor ist, aber der Autor, der eben über etwas berichtet, der Autor liegt richtig, der Autor ist inspiriert vom Heiligen Geist. Aber das, was einzelne Personen sagen, über die berichtet wird, ist natürlich nicht unbedingt richtig. Ich meine, es wird über den Teufel berichtet, was er sagt. Es ist richtig in dem Sinne, dass der Teufel das gesagt hat. Ist aber der Inhalt des Gesagten, was der Teufel sagt, richtig? Na, natürlich nicht. Und das ist ein einfaches Beispiel. Aber genauso ist es natürlich auch mit Menschen wie David. Und lass uns bewerten, ob das richtig war, dass David eben sagte, ja, Joab soll sterben, im Grunde genommen. Oder verallgemeinert, ob das richtig war, dass Joab den Tod als Strafe erhalten sollte. Und wir müssen uns darin üben, Geschichten im Alten Testament zu bewerten, denn Gott gibt uns nicht oftmals, also manchmal schon, aber oftmals gibt uns Gott keine klaren Hinweise irgendwie, das war gottlos, das war gut, sondern es wird einfach berichtet. Und dann müssen wir anhand der Rest der Bibel bewerten, was diejenigen gemacht haben. Und ich denke, dass der Herr die Geschichten und die Berichte im Alten Testament absichtlich so gestaltet hat, könnte man sagen, dass nicht eindeutig ist, wer gut und böse ist. Ich denke, dass Gott das absichtlich gemacht hat. Warum? Damit wir eben üben, damit wir lernen, das Gesetz anzuwenden. Gott hat uns Geschichten gegeben, wo nicht eindeutig ist, wer ist der Held, wer ist der Bösewicht, wo es viel Unklarheiten gibt, damit wir auf eine Situation schauen und lernen, sie zu bewerten anhand von Gottes Gesetz. Dass wir Gottes Wort anwenden in dieser Hinsicht. Siehst du, Jesus will, dass wir richten. Und Leute haben diese falsche Vorstellung, und das kann man nicht oft genug sagen, weil das so eine Krankheit ist, diese falsche Vorstellung, auch Jesus hat niemanden gerichtet. Aber erinnerst du dich an die Stelle, wo die Gesetzesgelehrten zu Jesus gesagt haben, wo er gerade die Pharisäer hart zurechtgewiesen hat, wo die Gesetzesgelehrten gesagt haben, Herr, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Oh, what would Jesus do? WWJD. Und das ist an sich eine gute Frage, aber was typischerweise Leute, die mit diesem WWJD-Armband daherkommen, bezwecken wollen, ist so, na, Jesus hätte, ja, sie haben eine falsche Vorstellung von Jesus, das ist, was ich damit sagen will. Jesus hätte bestimmt nicht irgendwie hart oft darauf reagiert. Er wäre ihnen mit Liebe begegnet. Jesus hätte sie nicht gerichtet, aber was sie sagt Jesus? Wehe auch euch, Gesetzesgelehrten. Also sie sagen, damit schmähst du auch uns. Oh, ah, tut mir leid. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Wehe auch euch. Dann predige ich auch gegen euch. Jesus will, dass wir richten. Jesus sagt im Neuen Testament, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Frage, sollen wir als Christen Urteil fällen? Ja, wir sollen richten. Aber es muss ein gerechtes Urteil sein, nicht nach dem Augenschein. Und die meisten Christen, ehrlich gesagt, sind nicht dazu fähig. Sind gar nicht dazu fähig.
Wenn du es schaffst, schnell Hebräer Kapitel 5 aufzuschlagen, das ist ein super Vers, den man sich anstreichen kann. Hebräer Kapitel 5, Vers 14, ich lese schon mal vor, da heißt es: Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne, Hebräer 5, Vers 14, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Siehst du, im Alten Testament ist manchmal, muss man manchmal entscheiden, war das jetzt gut, war das böse? Ja? Und Gott will, denke ich, dass wir lernen, das Gesetz anzuwenden, dass wir unsere Sinne schulen durch Übung. Eine Möglichkeit ist natürlich auch Seelengewinne zu gehen. Ja, dass wir eben durch Übung, durch Anwendung das Wort Gottes besser lernen. Aber auch das wäre ein Beispiel dafür, wenn wir im Alten Testament etwas lesen, dass wir versuchen, Gottes Gesetz anzuwenden und das bewerten, dass wir das lernen, dass wir das üben und dadurch unsere Sinne schulen. Die Bibel sagt, das ist einer meiner Lieblingsverse im Propheten Maleachi, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Also die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Aus seinem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen. Trifft das auf die meisten Christen heute zu? Leider nein. Ja, wir sind ja keine Priester. Doch. Ich meine, Jesus sagt, oder die Bibel sagt, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Der uns in seinem Blut gewaschen hat und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Wir sind Könige, wir sind Priester und wir als Christen müssen fähig sein, ja, zu richten. Unsere Lippen sollen die Erkenntnis bewahren. Aus unserem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen. Denn wir sind Boten des Herrn der Herrscher. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lesen wir auch im Neuen Testament. Also, so viel dazu gesagt, aber hey, das ist wichtig. Ja, wir als Christen müssen fähig sein, gerechtes Urteil zu fällen und nicht irgendwie zu sagen, naja, also da hat jemand vielleicht auch eine andere Erkenntnis als ich und da will ich jetzt ja nicht drüber richten. Und wie oft man sowas hören kann. Irgendwie, naja, da sollen wir ja auch nicht drüber richten. Doch! Richte darüber! Über was auch immer. Du siehst etwas in deinem Leben, richte darüber. Natürlich nicht unbedingt, dass du andauernd Leute zurechtweisen sollst. Das ist nicht das, was ich damit meine, aber denke darüber nach. Was sagt die Bibel darüber? Oder denke über dein eigenes Verhalten nach. Richte dich selbst. Damit wir nicht vom Herrn gerichtet werden, richte dich selbst. Das lesen wir auch in der Bibel. Geh zurück zu 2. Samuel Kapitel 3, Vers 26. 2. Samuel Kapitel 3, Vers 26. Also, was ist hier mein Ziel? Wir wollen bewerten, hat Joab, der dann getötet wurde, genauso wie Adonija, hat Joab die Todesstrafe verdient? Warum wollte David, dass er umgebracht wird? Weil er Abner, den Sohn Ners, der Heerführer unter König Saul war, und Amasa, den Sohn Jethas, umgebracht hat. Amasa war Heerführer anstelle Joabs, was er anscheinend nicht ertragen konnte, hat man den Eindruck. 2. Samuel Kapitel 3, Vers 26, und als Joab von David hinausging, sandte er Abner Boten nach, und sie holten ihn vom Brunnen Sira zurück. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille mit ihm zu reden. Zu reden, in Anführungszeichen. Was macht er nämlich? Und er stach ihn dort in den Bauch, dass er starb. Wegen des Blutes seines Bruders Asahel. Nun, jetzt stellt sich hier die Frage, okay, war Abner schuldig? Hat Abner es verdient zu sterben? Nun, lass uns das anschauen. 2. Samuel Kapitel 2, Vers 19. Einfach ein Kapitel zurückschlagen. 2. Samuel Kapitel 2, Vers 19. Und Asahel jagte dem Abner nach. Ich werde jetzt einen längeren Absatz vorlesen. Asahel, das ist ein Bruder Joabs gewesen. Er jagte dem Abner nach und wich nicht von Abner, weder zu rechten noch zu linken. Und sorry, ich sollte dir den Kontext davor geben. Was Abner gemacht hat, Abner hatte zu dem Zeitpunkt noch zum Haus Sauls gehalten. Obwohl er wusste, dass eigentlich schon David zum Nachfolger bestimmt war. Es war natürlich auch eigentlich Gottes von ihm. Und Abner hat Ischboset, wenn ich das richtig ausspreche, den Namen richtig im Kopf habe, wollte ihn zum König machen, einen Sohn Sauls. Also Abner war auch eine etwas zwielichtige Gestalt vielleicht. Wo wir so, das war ein bisschen gottlos. Ja? Er wollte Ischboset zum König machen. Und wusste aber eigentlich, gibt er selbst zu nachher, dass David ja schon zum Thronfolger bestimmt war, mehr oder weniger.
Und es war Zwietracht zwischen dem Haus Sauls und zwischen dem Haus Davids. Und Abner und die Männer Davids mit Joab treffen sich und es findet eine Provokation statt. Abner sagt, ja, lass die jungen Männer spielen. Was man mit spielen meint, ist, dass dann die Männer Abners und die Männer Davids unter Joab, dass sie miteinander gekämpft haben. Sie haben sich gegenseitig erstochen. Das war das Spiel sozusagen. Also furchtbar, sind einfach unnötig Menschen umgekommen. Und diese Provokation schien von Abner auszugehen, okay? Und Asahel, Bruder Joabs, jagt jetzt Abner nach. Warum wohl? Weil er sich rächen will. Er will Abner umbringen, das denke ich ziemlich eindeutig. Asahel jagte Abner nach und wich nicht von Abner, weder zu rechten noch zu linken. Das ist Vers 19, Vers 20. Da wandte sich Abner um und fragte, bist du es, Asahel? Er antwortete, ich bin's. Abner rief ihm zu, wende dich entweder zu rechten oder zu linken und greife dir einen der jungen Männer und nimm dir seine Rüstung. Aber Asahel wollte nicht von ihm ablassen. Lies weiter. Da rief Abner wieder dem Asahel zu, lass ab von mir. Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann noch deinem Bruder Joab unter die Augen treten? Als er sich aber weigerte, von ihm abzulassen, da stach ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speeres in den Bauch, sodass der Speer hinten herausdrang. Und er fiel dort und starb auf der Stelle. Und wer zu dem Ort kam, wo Asahel gefallen und gestorben war, der stand still. Hier ist das Ding. Abner, das war auch eine Person, die Dreck am Stecken hatte. Sinnlose Provokation, wo sie dann ihre Männer haben spielen lassen, wo sie sich erstochen haben, wo sie sich hingemetzelt haben. Abner war natürlich auch nicht unschuldig, aber hier ist das Ding. Hatte Abner die Absicht, Asahel zu töten? War das seine Absicht, wenn wir das hier lesen? Ich meine, was sagt Abner zu Asahel, der ihn eben verfolgt? Asahel, Bruder Joabs, der Abner umbringen will. Was sagt Abner zu Asahel? Lass ab von mir! Hey, lass ab von mir! Weiche zu rechten oder zu linken! Lass ab von mir! Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Schau, hier ist das Ding. Über Asahel wurde gesagt, dass er schnell wie eine Gazelle war. Asahel konnte schnell rennen. Er hätte Abner eingeholt. Wenn du verfolgt wirst von jemandem, der schneller ist als du, und derjenige will nicht von dir ablassen, hat eine Waffe in seiner Hand, ist ein Kriegsmann, verfolgt dich, und da ist niemand, der dir helfen kann, und du rennst und rennst und rennst, und derjenige wird dich irgendwann einholen, weil er schneller ist als du, und das ist auch eine Waffe in der Hand. Nun weißt du, was du irgendwann machen wirst, einfach nur am Leben zu bleiben, du wirst natürlich denjenigen umbringen. Ich meine, ist das Notwehr oder was? Aber hier ist die entscheidende Frage. Hatte Abner im Voraus Asahel gehasst? Hatte Abner die Absicht, Asahel zu töten? Er hat stattdessen zu Asahel gesagt, weiche zu rechten oder zu linken, lass ab von mir. Und natürlich ist eine Drohung dabei. Ja, warum, wie sagt er das hier? Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Er sagt im Grunde genommen, schau, ich werde letzten Endes dich zu Boden schlagen, wenn du mich weiter verfolgst, denn ich will nicht sterben. Ich meine, wollte Asahel Abner einholen, um ihm Hallo zu sagen? Nee, um ihn umzubringen natürlich. Abner hat es nicht verdient zu sterben. Er hat einen Menschen umgebracht, aber ich glaube nicht, dass er die Todesstrafe verdient hat. Und was hat aber Joab gemacht? Joab hat Abner umgebracht wegen des Blutes seines Bruders Asahel. Also Joab hat eben Abner mit List getötet. Er hat ihn beiseite geholt, wollte mit ihm reden und hat ihn dann, wenn er eben als mit ihm geredet hat, zack, erstochen. Nun, das ist absichtlich. Das ist Mord, der vorher geplant war. Und das ist eine Art von Tötung, die mit der Todesstrafe laut der Bibel bestraft wird. Abner hat es nicht verdient zu sterben. Wir müssen als Christen lernen, das Wort Gottes anzuwenden. Die Bibel sagt in Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Und zu viele Christen sind heutzutage unverständlich. Und sie denken, und ich kann Ihnen ein Beispiel dafür geben, hat jemand damals in der Brüdergemeinde erzählt, hatte so als Beispiel erzählt für jemanden, wie ungerecht diese Welt doch ist und diese Person hätte doch schwerer bestraft werden sollen. Irgendwie in den USA eine Polizistin, es war ein Einsatz und dann sind sie irgendwie aus Versehen in die falsche Wohnung gegangen, wo der Verdächtige war und sie haben halt aus Versehen den Falschen erschossen. Nun, lass mich dir das sagen. So tragisch das auch ist, so furchtbar das ist, wenn jemand getötet wird, der es nicht verdient hat zu sterben. Diese Polizistin, die denjenigen erschossen hat, aus Versehen, ja,
Es ist natürlich eine Extremsituation. Auch ein Polizist will natürlich auch am Leben bleiben und weiß nicht, was unbedingt hinter der Tür lauert oder so. Ich kenne auch nicht die ganze Geschichte, aber einfach nur ausgehend von dem, was ich gehört habe, hat die Polizistin nicht den Tod verdient. Weißt du was? Sie hat gar keine Strafe verdient. Wenn jemand durch Zufall getötet wird, ohne dass derjenige es beabsichtigt hat, ohne dass derjenige denjenigen gehasst hat, den er getötet hat, dann ist das kein Mord, der mit dem Tod bestraft wird. Und das ist etwas, was Leute unbedingt verstehen müssen. So viele Christen sind sich dessen nicht bewusst. Schau, würdest du aus Versehen jemanden umbringen? Und weißt du was? Ja, das kann passieren. Lass uns das einfach realisieren. Es kann passieren, dass du irgendwie einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit hast im Straßenverkehr und einen Unfall baust, einen schweren Unfall, wo jemand stirbt. Kann so etwas passieren? Ja, auch wenn du nicht angetrunken bist. Auch wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn du angetrunken bist, was du nicht sein solltest als Christ. Aber kann das passieren? Ja. Schau, du hast denjenigen nicht gehasst. Du hast dir das nicht vorgenommen, denjenigen zu töten. Genauso wie diese Polizistin, die aus Versehen jemanden umgebracht hat, den Falschen, der gar nicht der Verdächtige war. Wenn dir so etwas passiert, du wirst wahrscheinlich für den Rest deines Lebens psychische Schäden davontragen. Du bist schon geschädigt dadurch. Wie krank ist das, so jemanden dann auch noch hinter Gitter zu schließen? Wie krank wäre das? Schau, wenn jemand durch Zufall getötet wird oder wenn jemand jemanden tötet, ohne ihn gehasst zu haben, wenn es nicht beabsichtigt ist, wenn es vielleicht einfach aus Notwehr ist, wenn man nicht getötet werden will, dann ist es kein Mord, der mit dem Tod bestraft wird, laut der Bibel. Du schlägst 4. Mose auf. Es heißt in 4. Mose Kapitel 35, Vers 20. 4. Mose Kapitel 35, Vers 20. Stößt einer den anderen aus Hass oder wirft er absichtlich etwas auf ihn, sodass er stirbt? Vers 21. Oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, sodass er stirbt? So soll der, welchen geschlagen hat, unbedingt getötet werden, denn er ist ein Totschläger. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft. Das ist 4. Mose 35, Vers 20, 21, 23 haben wir. Vers 23 kommt jetzt, Verzeihung. Wenn er ihn aber aus Versehen nicht aus Feindschaft stößt oder irgendein Gerät unabsichtlich auf ihn wirft oder wenn er irgendeinen Stein, von dem man sterben kann, auf ihn wirft, sodass er stirbt und er hat es nicht gesehen und ist nicht sein Feind und wollte ihm auch keinen Schaden zufügen, dann soll die Gemeinde zwischen dem, der geschlagen hat, und dem Bluträcher nach diesen Rechtsbestimmungen entscheiden. Also was die Bibel lehrt ist, du wirst getötet, wenn du jemanden umbringst, wenn es aus Hass geschehen ist, wenn es absichtlich war, wenn es aus Feindschaft war, du hast es dir vorgenommen, wie Joab, du hast es dir vorgenommen, du willst Abner jetzt töten, Messer rein, dann ist das Mord, der mit dem Tod bestraft wird. Dagegen, wenn es aus Versehen geschieht, wenn es nicht aus Feindschaft geschieht, wenn es unabsichtlich ist, wenn es einfach passiert. Ja? Und der entscheidende Punkt, denke ich, ist, um das zu unterscheiden, wenn derjenige den anderen vorher nicht gehasst hat, wenn es nicht war, ich will denjenigen jetzt unbedingt umbringen. Weißt du, wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn so etwas passiert, dann ist es kein Mord. Es wird nicht mit dem Tod bestraft. Es ist Totschlag, aber es ist nicht Mord in dem Sinne, dass derjenige mit dem Tod bestraft wird, wenn derjenige den anderen, den er umgebracht hat, nicht vorher gehasst hat, wenn er es nicht beabsichtigt hat. Nun, natürlich könntest du sagen, und das ist eben manchmal das Schwierige im Alten Testament, es lässt sich nicht alles so zu 100% genau bewerten, du könntest natürlich sagen, ja gut, aber es war doch Zwietracht zwischen dem Haus Sauls und zwischen dem Haus Davids. Abner hat Asahel bestimmt nicht gemocht. Okay, aber was sehen wir in dem, was wir gelesen haben? Sehen wir, dass Abner die Absicht hatte, Asahel zu töten? Nein, das sehen wir eigentlich nicht. Was wir sehen ist, was wir eindeutig lesen, dass Abner zu Asahel sagt, weiche von mir, ja lass ab von mir. Ich meine, Asahel hätte die Chance ergreifen können, hätte ablassen können von Abner. Er wäre nicht umgekommen. Es wäre zwischen Abner und Asahel nichts geschehen. Was? Ich meine, Abner hat Falsches gemacht. Ich sage nicht, dass Abner komplett unschuldig ist, aber ich glaube nicht, dass es Mord war, der mit dem Tode bestraft werden sollte. Laut dem, was die Bibel sagt. Okay. Geh wieder zurück zu 1. Könige, Kapitel 2. 1. Könige, Kapitel 2. Da lesen wir nochmal in Vers 5, 1. Könige, Kapitel 2, Vers 5. Du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, getan hat.
wie er an den beiden Heerführern Israels, an Abner, dem Sohn Ners, und an Amasa, dem Sohn Jethes, gehandelt hat, wie er sie umgebracht und so Kriegsblut mitten im Frieden vergossen und Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. 1. Könige, Kapitel 2, Vers 6. So handle nun nach deiner Weisheit und lass deine grauen Haare nicht ins Totenreich fahren. Jetzt spring runter zu Vers 28. Und das Gerücht davon kam vor Joab, dass Adonia umgebracht wurde und so weiter. Das Gerücht davon kam vor Joab, denn Joab hatte zu Adonia gehalten, während er nicht zu Absalom gehalten hatte. Da floh Joab in das Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Und es wurde dem König Salomo berichtet, Joab ist zum Zelt des Herrn geflohen. Und siehe, er steht am Altar. Da sandte Salomo Benaja, den Sohn Jojadas, und sprach, geh, erschlage ihn. Jetzt achte darauf, als nun Benaja zum Zelt des Herrn kam, sprach er zu ihm, so spricht der König, geh hinaus. Nun, das ist nicht, was König David gesagt hat. König David meinte zu Benaja, geh, erschlage ihn. Was jetzt Benaja sagt, als er zum Zelt des Herrn kommt, er sagt zu Joab, so spricht der König, geh hinaus. Er sprach, nein, sondern hier will ich sterben. Und Benaja brachte den König Bescheid und sprach, so hat Joab gesprochen und so hat er mir geantwortet. Also Benaja erfüllt nicht sofort den Befehl Davids. Benaja bringt Joab nicht sofort um. Benaja zögert. Wahrscheinlich, weil sich Benaja denkt, naja, er ist hier gerade am Altar. Soll ich ihn wirklich hier töten am Altar? Er hält sich gerade an den Hörnern des Altars fest. Und er sagt zu Joab, geh hinaus. Es war nicht wirklich was David gesagt hatte eigentlich. David meinte einfach nur zu Benaja, erschlage ihn. Benaja hätte es gleich machen sollen. Benaja zögert. Okay. Und berichtet David, was Joab gesagt hat. Jetzt liest weiter. Der König sprach zu ihm, mache es so, wie er gesagt hat. Erschlage ihn und begrabe ihn, damit du das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat, von mir und dem Haus meines Vaters hinwegnimmst. Joab hat die Todesstrafe verdient. Okay. Joab hat die Todesstrafe verdient. Er hat absichtlich aus Hass wegen des Blutes seines Bruders Asahels hat er Abner umgebracht. Und hier ist das Ding, wie gesagt, Abner, zumindest nach dem, was wir lesen, hatte nicht die Todesstrafe verdient. Aber nicht nur das, sondern Joab hat auch Amasa hatte Joab gar nichts getan. Er hat Amasa kaltblütig umgebracht. Joab war definitiv ein Mörder, der die Todesstrafe verdient hat. Also das war ein richtiges Urteil von David, dass Joab sterben sollte. Und mir geht es hier nicht um jedes einzelne Detail, sondern mir geht es einfach um den Fakt, dass es ja richtig war, dass Joab den Tod als Strafe erhalten hat. Er hat zwei Männer ermordet, kaltblütig, hat sich das vorgenommen und er war kein gerechter Bluträcher, denn Abner hatte Asahel sehr wohl die Chance gegeben, hey, lass ab von mir, kehre um, weiche zur Rechten oder zur Linken. Okay, wir haben uns das angeschaut. Und hier ist das Ding, wenn du denkst, dass ich falsch liege, oh, du hast dieses Detail missachtet oder das, nun, wir können nur von dem ausgehen, was die Bibel uns sagt. Und ausgehend von dem ist das, was ich darüber sagen würde, dass Abner nicht die Todesstrafe verdient hat und dass Joab ein Mörder war, der den Tod verdient hat. Also, wir lesen hier weiter. Und der Herr lasse sein Blut auf seinen eigenen Kopf kommen, weil er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und besser waren als er, und sie mit dem Schwert umgebracht hat, ohne dass mein Vater David etwas davon wusste, nämlich Abner, den Sohn Ners, den Heerführer Israels, und Amasa, den Sohn Jethes, den Heerführer Judas. Ihr Blut komme auf Joabs Kopf, auf den Kopf seines Samens ewiglich, David aber und sein Same, sein Haus und sein Thron sollen ewiglich Frieden vor dem Herrn haben. Da ging Benaja, der Sohn Jojadas, hinauf und stieß ihn nieder und tötete ihn. Und er wurde in seinem Haus begraben in der Wüste. Schlage 2. Mose Kapitel 21 auf. 2. Mose Kapitel 21. Wir haben jetzt gesehen, Joab hatte genauso wie Adonia sich festgehalten an den Hörnern des Altars. Höchstwahrscheinlich könnte man schlussfolgern mit dem Gedanken, ja, vielleicht werde ich ja doch begnadigt, weil Adonia zuerst begnadigt wurde. Ja, dann mache ich jetzt mal einen auf heilig, geh zum Altar. Ich meine, ich bin am Altar. Ja. Und dann natürlich, wenn als Benaja schon kommt und Joab klar ist, dass er sterben wird, dann sagt er, okay, ich will hier sterben. So, weil dann gibt es sowieso schon keine mehr Chance mehr. Er weiß dann sowieso schon, was sein Urteil ist. Aber er hält sich auch an den Hörnern des Altars fest, denkt wahrscheinlich,
dass er vielleicht nochmal begnadigt wird. Aber was macht Benaja? Er hält sich dann letzten Endes an Befehl Salomos, nicht an den Befehl Davids, sorry, ich habe das, glaube ich, vorhin falsch gesagt. Natürlich, wir reden hier von König Salomo, den Thronfolger Davids. Er hat auf Salomo gehört und hat dann eben den Joab umgebracht. War es richtig, dass Joab umgebracht wurde, obwohl er sich am Altar festgehalten war? Ich meine, er war an heiliger Stätte. Der Altar war heilig. Gott war auf der Seite Israels. Da hatte Gott Israel noch nicht verlassen. Der Altar, die Stiftshütte und so weiter, das Haus Gottes, das war natürlich heilig. War es richtig, ihn so zu töten, obwohl Joab am Altar war? Nun, du bist in 2. Mose 21, schau dir Vers 12 an. 2. Mose 21, Vers 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand geschehen lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Vers 14. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten frevelhaft handelt, sodass er ihn vorsätzlich umbringt, das ist der entscheidende Punkt, sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Und genau das sehen wir eben bei Adonija und bei Joab. Und das ist eben, warum das so interessant ist, warum ich so darauf eingehe, dass sie sich im Altar festgehalten haben. Genau das, was wir gelesen haben, 2. Mose 21, Vers 14, genau das sehen wir bei diesen beiden Männern. Sie halten sich im Altar fest. Aber was sagt die Bibel? Von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Das ist Gottes Urteil darüber. Also war es richtig, dass Joab, obwohl er sich am Altar festgehalten hat, getötet wird? Ja. Die Bibel sagt das hier eindeutig, von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Und vielleicht denkst du, Anselm, du interpretierst den Vers falsch. Ich denke eher, dass damit gemeint ist, dass eben dieser gottlose Mensch, der jemanden vorsätzlich umgebracht hat, der soll vom Altar weggeholt werden, denn hey, das ist eine heilige Stätte, du musst ihn wegholen. Aber ja, das stimmt natürlich, das ist eine heilige Stätte und ja, derjenige verunreinigt, insofern könnte man sagen, den Altar könnte man vielleicht sagen, aber ist das wirklich, worum es hier geht? Nein. Sondern was ist das Ziel, was ist der Zweck, dass man denjenigen vom Altar wegholt, damit er stirbt? Siehst du, das ist die Folge, das ist das Ziel. Also warum soll man denjenigen vom Altar wegholen? Damit er stirbt. Also hier geht es eben darum, was ist das Prinzip, das wir daraus lernen aus diesem Vers? Spielt keine Rolle, dass du gerade an einem heiligen Ort bist, dass du dich an den Hörnern des Altars festhältst. Ach, wie heilig, du musst getötet werden, wenn du jemanden vor sich umgebracht hast, was auf Joab zutrifft. Du musst von dort weggeholt werden, damit du stirbst. Adonija und Joab, beide gottlose Männer, die falsche Spiritualität hatten. Sie hatten eine geheuchelte, eine Fake-Spiritualität. Sie haben sich im Grunde genommen gedacht, dann halte ich mich schnell noch an den Hörnern des Altars fest, dann wird ja vielleicht alles gut. Ich meine, so kommt das rüber. Aber was sagt die Bibel? Und die Bibel sagt es nicht ohne Grund, dass du denjenigen vom Altar wegholen sollst, damit er stirbt. Warum wohl? Weil das Leute dann später eben machen würden. Sie würden sich am Altar festhalten, weil sie Fake-Spiritualität haben. Weil sie denken, oh, dann bin ich jetzt an heiliger Stätte und halte mich fest an den Hörnern des Altars. Nochmal schnell an den Hörnern des Altars festhalten, damit ich nicht getötet werde. Nochmal schnell zur Beichte gehen und dann ist alles gut. Und das ist mein erster Punkt. Was ist Fake-Spiritualität? Ein Beispiel dafür. Erstes Beispiel, Beichte ohne Buße. Beichte ohne Buße. Was meine ich damit? Du kannst nicht einfach deine Sünden bekennen, ja, und dann als Christ meine ich, deine Sünden einfach nur bekennen, aber dann wieder zurückgehen und genau dasselbe machen. Wird Gott barmherzig mit dir sein? Nein. Und das ist ein Prinzip, das man hier rausliest. Siehst du, Adonija und Joab, die dachten sich, ja, in dieser Situation, wo wir jetzt am A-Punkt sind, na, dann gehen wir nochmal schnell zum Altar. So, vielleicht finden wir da Gnade. Dann halten wir uns schnell im Altar fest. Genauso machen das natürlich Katholiken. Ja, gehe ich mal schnell zur Beichte, gehe schnell zum Priester und sage meinem Papa, meinem Pater, meinem Vater, was ich alles getan habe. Aber was ist mit Katholiken? Katholiken sind derartige Heuchler. Ich meine, wenn du Katholiken kennst, dann weißt du, dass sie Heuchler sind. Schnell zur Beichte gehen, dann ist alles gut, aber keine Buße.
nicht, dass sie tatsächlich von ihren Sünden umkehren. Nun natürlich, bei Katholiken, wir sprechen von nicht geretteten, verlorenen Menschen. Aber mir geht es hier um das Prinzip. Ich will dir ein paar Beispiele für falsche Spiritualität aufzeigen, die wir lernen können aus diesem Beispiel von Adonia und Joab, die sich am Altar festhalten, wo die Bibel sagt, vom Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Beichte ohne Buße. Ein super Beispiel, was wir hier, ein Prinzip, das wir daraus lernen können. Sie wollen einfach schnell zum Altar, dann wird vielleicht alles gut. Genauso wie ein Katholik einfach schnell zum Beichtstuhl geht, schnell beichten und dann ist alles gut. Aber sie leben ein gottloses Leben. Und hier ist das Ding, was du der Mensch sät, das wird auch ernten. Ganz einfaches Prinzip. Und das sehen wir eben bei Adonia. Schau, Adonia dachte sich, dann gehe ich schnell zum Altar, ja, halte mich daran fest. Und er wurde tatsächlich begnadigt zu dem Zeitpunkt. Aber was sehen wir bei Adonia? Hat sich Adonia danach geändert? Oh, ich bin jetzt an heiliger Stätte. Ja, jetzt bin ich heilig, jetzt bin ich mal spirituell. Einmal in meinem Leben bin ich mal spirituell. Hat er sich danach geändert? Nein. Adonia konnte es nicht lassen und wollte dann Abishag, die Shunamitin, haben, wollte wieder diesen Status haben. Er konnte es nicht lassen, er ist nicht davon umgekehrt. Und dann ist bei Salomo der Geduldsfaden gerissen und er hat ihn halt umgebracht. Schau, jetzt für dich als Christ, als wiedergeborener Christ, die Applikation. Denn natürlich, wir könnten sagen, bei Adonia war der gerettet, ja, wahrscheinlich nicht. Aber das wissen wir halt auch nicht so 100%. Es sind einfach Prinzipien, die ich dir daraus aufzeigen möchte. Falsche Spiritualität, Beichte ohne Buße. Wie trifft das auf dich als geretteter, wiedergeborener Christ zu? Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 28, Vers 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, man könnte vielleicht auch sagen, beichtet, ja, du bekennst deine Schuld, wer sie aber bekennt, achte darauf, und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Schau, wenn es um Errettung geht, worüber wir jetzt eigentlich nicht sprechen, dann ist ganz klar, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es ist nur Glaube, Glaube allein, nicht irgendwie, dass du Buße von Sünden tust, dass du ein besseres Leben lebst, ansonsten würde jeder zur Hölle fahren. Aber, wenn ich jetzt zu dir als wiedergeborenen Christen spreche, wenn ich jetzt dir etwas als geretteten Menschen sage, du musst von deinen Sünden umkehren, wenn du willst, dass Gott barmherzig mit dir umgeht. Ja. Du kannst nicht einfach denken, und das, was die Bibel hier lehrt. Wer sie aber bekennt und lässt seine Schuld, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprich, wenn du einfach nur deine Schuld bekennst, aber nicht lässt, wenn du Beichte ohne Buße hast, dann wird Gott nicht barmherzig mit dir umgehen. Ganz einfaches Prinzip, Sprüche 28, Vers 13. Wenn du heute Abend betest und Gott um Vergebung bittest für deine Sünden, was du tun solltest, ja, wir wollen im Reinen sein mit dem Herrn. Wir wollen eine gute Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Wir wollen nicht, dass irgendetwas zwischen uns und dem Herrn steht. Wir sollen unsere Sünden bekennen, ja, ich bin dafür. Aber weißt du was? Am nächsten Morgen steh auf, lies deine Bibel, wandel im Geist und bete, dass Gott dir hilft, seinen Willen zu tun und die Sünden, für die du dich geschämt hast, die du Gott bekannt hast, über die du traurig warst, dass du sie lässt. Und wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Du kannst es vielleicht erreichen, wenn du deine Schuld bekennst und sie lässt, dass Gott nochmal gnädig mit dir umgeht und dich nicht bestraft. Und das ist etwas, was ich oft bete, was ich wahrscheinlich jeden Tag bete. Herr, bitte bestrafe mich nicht dafür. Und natürlich, weißt du, am nächsten Tag, was mache ich? Ich versuche im Geist zu wandeln. Ich versuche es zu lassen, was ich getan habe. Ich versuche es besser zu machen. Durch den Heiligen Geist. Durch die Hilfe Gottes. Okay. Sei nicht wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt. Das ist auch etwas, was die Bibel sagt. Wie ein Hund, der zu seinem Gespei, sprich zu seinem Erbrochenen, zu seiner Kotze zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. So als würdest du wie ein Hund wieder deine eigene Kotze essen. So ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Wiederhole nicht deine Dummheit. Glaube nicht, dass Gott dann einfach so beim Herzen mit dir umgehen wird. Ja, du schnell bekannt, schnell gebeichtet und dann weiter. Und hier ist das Ding. Typischerweise, die meisten, die so sind, die das machen, sind natürlich Ungläubige. Sind natürlich Katholiken oder so. Gutes Beispiel. Aber gibt es nicht auch Christen, die so sind? Ich meine, auch als Christen
können wir Heuchler sein. Als Christen sind wir immer noch Sünder. Gibt es Christen, ich meine tatsächlich wiedergeborene Christen, die extrem gottlos leben, die nicht umkehren von ihren Sünden? Ja. Nun, wird Gott ihnen barmherzig sein? Nein. Sie werden weiter ein versautes Leben haben. Sie werden weiterhin vom Herrn bestraft werden. Wir sollten nicht Leute sein, die in das Wort Gottes lesen, dann weggehen und es vergessen. Wir sollten nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes. Und hey, wenn du deine Schuld bekennst und lässt, und Gott um Vergebung bittest und es lässt, hey, du wirst Barmherzigkeit erlangen. Gott wird gnädiger mit dir umgehen. Aber wenn du deine Schuld nicht lässt, nun, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Natürlich, es gibt immer Konsequenzen von Sünde. Ja? Es wird immer irgendeine Konsequenz geben. Es gibt nämlich auch die eingebaute Konsequenz von Sünde. Es ist nicht so, dass das gar nichts passiert, aber du kannst es vielleicht erreichen, wenn du deine Schuld bekennst und sie lässt, dass Gott nochmal gnädig mit dir umgeht und dich nicht bestraft. Und es ist was anderes, wenn du mutwillig sündigst, weil dann gibt es keinen Ausweg. Wenn du mutwillig sündigst, du weißt ganz genau, irgendeine Versuchung oder so, ich sollte das nicht tun, du machst es trotzdem, gibt es da wirklich einen Ausweg, dass Gott dich nicht bestraft? Ich glaube nicht. Das ist, was Hebräer Kapitel 10 lehrt. Und Gott tut das natürlich mit uns Christen, wenn er uns bestraft, weil wir Söhne sind, weil wir Kinder sind. Aber ich will nicht zu lange auf diesen Punkt eingehen. Ich habe noch zwei andere Punkte. Also, falsche Spiritualität, was ist das? Schnell bekennen die Sünde, schnell beichten und denken, es sei alles gut. Das ist falsche Spiritualität. Richtige Spiritualität ist Geistlichkeit, die sich auf dein tatsächliches Leben auswirkt. Wie erkennst du einen tatsächlich spirituellen, einen tatsächlich geistlichen Menschen? Daran, wie er andauernd zur Beichte geht oder daran, wie er sein Leben lebt, so wie es Gott gefällt? Ich meine, hier ist das Ding, du kannst nicht den Glauben eines Menschen sehen. Du kannst nicht in sein Herz schauen. Aber woher wissen wir zum Beispiel, dass Abraham ein gottesfürchtiger Mann war? Wir sehen es natürlich an seinen Werken. Nicht wahr? Erstens, falsche Spiritualität. Erstes Beispiel, Beichte ohne Buße. Was ist noch falsche Spiritualität? Bigott ist besser. Und ja, ich habe heute ziemlich tief in mein Vokabular gegriffen, um dir so eine schöne Alliteration zu liefern. Also erstens, Beichte ohne Buße. Zweitens, Bigott ist besser. Was bedeutet Bigott? Das ist Frömmelei, so übermäßige... übermäßiges Heiligtun und so. Das ist Bigott sein. So, ich bekreuzige mich und ich kann das nicht in der richtigen Reihenfolge machen. Ich habe mich noch nie wirklich bekreuzigt. Ich mache sowas nicht. Also ich weiß nicht, wie das wirklich geht, aber ich bekreuzige mich. Ich habe hier meine heiligen Bilder an der Wand und wie wir am Freitag, da essen wir nur Fisch und kein Fleisch und heiliges Wasser. Wir sind so heilig. Wir sind so Bigott. Bigott ist besser. Nein, Bigott ist schlechter. Das ist falsche Spiritualität. Und das sehen wir eben auch bei Adonia und Joab. Gottloser Adonia vergreift sich am Altar. Ich meine, seit wann ist es in Ordnung, einfach für jemanden, der nicht zu den Söhnen Levis gehört, zum Altar zu gehen? Die Menschen im Alten Testament haben ihre Opfer dem Priester gebracht und der Priester hat sie auf dem Altar dargebracht. Und die Söhne Levis waren in Gruppen aufgeteilt. Diejenigen kümmern sich darum, halt den Altar zu tragen. Diejenigen tragen die Vorhänge und so weiter. Das waren Söhne Levis. Seit wann ist es gut, einfach so zum Altar zu gehen und an die Hörner zu greifen? Aber siehst du, Adonia und Joab dachten sich anscheinend, dass das was Gutes sei. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Also Adonia vergreift sich am Altar und denkt, es sei positiv. Und das ist Fake-Spiritualität. Zu denken, das sei etwas Gutes mit den Reliquien und heiligen Bildern und dass wir dies nicht essen und das nicht essen oder wie die Adventisten, wir machen am Samstag Gottesdienst und wir essen kein Schweinefleisch. Sie denken, das sei besser, das sei spiritueller, aber es ist schlechter. Bigott ist nicht besser, es ist schlechter. Adonia vergreift sich am Altar, er denkt, es sei etwas Gutes, aber es ist schlechter. Was hat er dort zu suchen? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du das Prinzip, das dahinter steckt? Irgendwelche heiligen Bilder an der Wand. So, ich mache jetzt ein bisschen was auf heilig. So, ich bin jetzt ganz heilig. Ich gehe zum Altar, halte ich mich auch an den Altar fest. War das wirklich etwas, was ihm überhaupt zustand, Adonia? Nein. War das etwas, was Joab zustand? Nein. Oder irgendwelche Reliquien im Haus haben. Oder dann am besten noch, wie manche ganz strengen Katholiken das wahrscheinlich machen, irgendwelche Reliquien küssen.
Oh, das ist irgendwie ein Knochen von einem Heiligen. Kruzifixe, Speisegebote. Ein Vers, der mir dazu eingefallen ist, zu so einer falschen Spiritualität. Kolosser Kapitel 2, Vers 20. Kolosser Kapitel 2, Vers 20. Und da heißt es, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Siehst du, im Alten Testament gab es tatsächlich Gebote, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Aber schau, wenn du das im Neuen Testament lehrst, was ist es dann? Dann sind es Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind, jetzt kommt, zur Befriedigung des Fleisches dienen. Zur Befriedigung des Fleisches dienen. Du willst besonders heilig sein, besonders bigott sein und hast als Katholik irgendwie deine heiligen Bilder und deine Kruzifixe oder du bist Adventist und denkst irgendwie, ich esse kein Schweinefleisch und so. Das dient zur Befriedigung des Fleisches. Du bist nicht geistlicher dadurch, ganz im Gegenteil, du machst es schlechter. Wie Gott ist nicht besser, wie Gott ist schlechter. Und genauso, Adonia und Joab, sie halten sich am Altar fest. Oh, heilig, heiliger Ort. Und sie denken, das ist ja positiv, aber es ist schlechter. Was haben sie dort zu suchen überhaupt? Drittens, ja, ich will dir drei Punkte, drei Beispiele für Fake-Spiritualität aufzeigen. Prinzipien, die wir lernen können aus dieser Geschichte und aus dem Gebot, dass derjenige, der vor sich seinen Nächsten umbringt, sogar vom Altar weggeholt werden soll, damit er stirbt. Wir haben erstens Beichte ohne Buße. Falsche Spiritualität. Wie Gott ist besser. Falsche Spiritualität. Drittens, das Bethaus ist gebenedeit. Falsche Spiritualität. Und ja, ich weiß, ich musste ein bisschen graben nach Worten, damit ich bei dem B bleibe. Beichte ohne Buße und wie war das andere? Wie Gott ist besser und das Bethaus ist gebenedeit. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja? Ich habe mir Mühe gegeben, beim B zu bleiben und ja, ich musste dazu ziemlich tief in die Vokabularkiste greifen. Also gebenedeit, das ist ein Wort, das du lernst, wenn du katholische Verwandte hast, weil die sagen dann sowas bei einer Marienanbetung und ja, manche bezeichnen das als Anbetung. Maria wird angebetet von Katholiken, tut mir leid, das ist die Wahrheit. Ja, das lernst du, wenn du katholische Verwandte hast, die dann sowas sagen wie gebenedeit bist du unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Oh! Und sie beten zu Maria, das ist einfach ein älteres Wort für gepriesen, gesegnet. Ja. Gebenedeit, das Bethaus ist zu gebenedeit. Aber hey, gebenedeit kommt vielleicht in unserer Schlachter 2000 nicht vor, aber immerhin das Wort Bethaus, das kommt aus der Bibel, das ist ein Wort, das du kennst. Denn du musst es nicht aufschlagen, du kannst zu 1. Petrus Kapitel 4 gehen. 1. Petrus Kapitel 4, ich lese dir vor aus Jesaja 56, Vers 7. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Natürlich wird es zitiert von Jesus im Neuen Testament. Das Haus Gottes ist ein Bethaus. Und falsche Spiritualität ist es zu sagen, das Bethaus ist zu gebenedeit. So nach dem Motto, das Haus Gottes, die Kirche, ist zu heilig. Wir können hier niemanden richten. Und viele Leute haben diese Einstellung. Ich lese dir nochmal vor, 2. Mose 21, Vers 14. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten frevelhaft handelt, sodass er ihn vorsätzlich umbringt, sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Fake-Spiritualität würde sagen, er ist an einem heiligen Ort, also müssen wir den Bruder begnadigen und wir dürfen nicht richten. Ich meine, er ist am Haus Gottes, er ist am Altar oder er ist in der Kirche. Ich meine, Bruder, du bist hier willkommen, wir werden dich aufnehmen, wir werden dich nicht richten. Ja, du bist zwar ein Säufer oder du bist ein Unzüchtiger, du hast gerade jemanden umgebracht, aber du bist hier an einem heiligen Ort, hier können wir niemanden richten. Das Bethaus ist zugebenedet. Nein, in der Kirche wird gerichtet. Gerade in der Kirche wird gerichtet. Fake-Spiritualität sagt, das Bethaus ist zu gebenedeit, das ist zu heilig hier, wir können hier niemanden richten. Wahre Spiritualität sagt, gerade hier wirst du gerichtet. Gerade hier wird dir auf die Zehen getreten, gerade hier wird deine Sünde geoffenbart, denn dieses Haus ist heilig, gerade deshalb wird hier gerichtet. Fake-Spiritualität sagt, oh, er ist am Altar und wir haben das gesehen, Benaja, der Sohn Jojadas, er hat gezögert. Nun, es wird nicht gesagt, warum genau,
Aber man könnte sich denken, nun erst einmal, und Joab wollte da nicht weggehen. Er meinte, ich will hier sterben. Soll ich ihn dann wirklich umbringen? Er ist gerade am Altar, an einem heiligen Ort. Und ich will nicht wirklich Benaja kritisieren. Ich meine, man kann es auch irgendwo verstehen, ein bisschen. Aber das Prinzip, das wir lernen, ist, nur weil jemand an einem heiligen Ort ist, und ja, der Altar war heilig, heißt es nicht, dass derjenige geheiligt wird. Schau, du wirst nicht dadurch geheiligt, dass du irgendwie in der Kirche einfach bist und einfach mitmachst, aber immer noch genauso gottlos bist. Fake-Spiritualität sagt, er ist an einem heiligen Ort, also können wir ihn nicht richten. Er ist in der Kirche, also müssen wir den Bruder begnadigen. Echte Spiritualität sagt, gerade deshalb muss er gerichtet werden. Du kommst als Unzüchtiger hierher, gerade deshalb wirst du gerichtet, weil du in die Kirche kommst. Du kommst betrunken hierher, gerade deshalb wirst du gerichtet, weil du an einem heiligen Ort bist, wo so etwas nicht zu suchen hat. 1. Petrus, du bist in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, schau dir Vers 17 an. 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Schau, das Prinzip, das wir hier lernen können, ist, dass das Haus Gottes nicht irgendwie zu heilig ist, das Gericht stattfindet. Ganz im Gegenteil, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Und in der Kirche muss gerichtet werden. Schau, wenn du Christ bist, wenn du dich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger bist, ein Trunkenbold bist, ein Ehebrecher bist, ich will nichts mit dir zu tun haben und du hast nichts zu suchen in der Kirche, in Pforzheim, in der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, gar nichts. Du kannst umkehren, aber siehst du, wenn du Fake-Spiritualität hast, dann wirst du denken, naja, ich habe sorry gesagt und jetzt ist alles in Ordnung. Beichte ohne Buße. Also siehst du, wenn du tatsächlich gerettet bist, nun, das wird dich nicht weiterbringen. Wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Du kannst zurückkommen, wenn du Unzucht getrieben hast vorher. Aber du musst eben davon umkehren. 1. Korinther 5, Vers 11. 1. Korinther 5, Vers 11. Apostelgeschichte, Römer. 1. Korinther 5, Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Nee, aber ist ja gerade in der Kirche. Das Bethaus ist zu gebenedeit. Er ist an einem heiligen Ort. Er ist gerade am Altar. Er ist gerade in der Kirche und hier sind wir einfach alle unter der Gnade Gottes und wir begnadigen dich, Bruder. Nein, raus, gerade weil du an einem heiligen Ort bist, wird gerichtet. Wir sollen nicht mal essen mit so jemandem, denn was gehen mich auch die an, das ist Vers 12, 1. Korinther 5, Vers 12, was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Oh, also so viel zum Thema nicht richten, ne? Die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Natürlich, ich rede jetzt in Prinzipien, ja, die wir aus diesen Versen ziehen, ja. Ist nicht irgendwie so, naja, der Bruder ist jetzt begnadigt. Nein, der ist böse. Und schau, kann es sein, dass derjenige hier in einem Beispiel, dass der gerettet ist? Ja, aber was sagt die Bibel? Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Nicht irgendwie, naja, er ist ja ein Bruder und er ist ja gerade in der Kirche. Jetzt feiern wir gerade Gottesdienst. Und dann wollen wir nicht, dass sowas irgendwie im Weg steht. Wir wollen alle Gemeinschaft haben und sind alle begnadigt hier. Nein. Wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Du kannst wieder zurückkommen, aber du musst natürlich umkehren von Sünden, die dich disqualifizieren, im Haus Gottes zu sein und Gemeinschaft zu haben mit Brüdern. Adonia, Joab und Fake-Spiritualität. Zwei gottlose Männer, die sich denken, ja, jetzt werde ich nochmal schnell heilig. Jetzt werde ich nochmal schnell heilig. Sie vergreifen sich aber eigentlich am Altar. Das ist nicht ihr Platz, dorthin zu gehen. Jetzt fasse ich nochmal was Heiliges an. Das wird mich heiligen. Ja, ich will jetzt nur einen auf heilig tun. Einen Anschein von Heiligkeit haben. Oder jemand denkt sich vielleicht, er ist gerade am Altar. Ja, dann müssen wir ihn begnadigen. Nein, sogar von meinem Altar soll ich ihn wegholen, damit er stirbt. Hey, das Bethaus ist nicht zu gebenedeit.
das Haus Gottes ist nicht zu heilig, das nicht gerichtet werden kann. Das ist Fake-Spiritualität. Und was ich möchte für dich, was du dir aus dieser Predigt mitnimmst, erstens, ein Vers, den du auswendig lernen solltest, Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Was für ein wichtiger Punkt, was du dir merken solltest, für dich persönlich. Ich habe gehofft, ich hoffe, dass ich dir jetzt geholfen habe, mit dieser Predigt mehr etwas zu lernen, einfach über die Geschichte und einfach diesen super spannenden Zusammenhang, dass du den siehst, dass Gott schon dieses Gesetz gegeben hat, sogar vom Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Und genau das machen Leute, Adonia und Joab. Sie halten sich im Altar fest. Und was geschieht mit Joab? Er wird getötet. Korrekterweise. Was du dir mitnehmen solltest, ist, Spiritualität, echte Spiritualität als Christ ist nicht etwas, was irgendwie dadurch stattfindet, dass du einfach in der Kirche erscheinst. Und hey, ich will das nicht herunterspielen. Ich bin froh, wenn du zur Kirche gehst. Und ja, wenn du tatsächlich zur Kirche gehen willst, das nicht einfach machst, weil deine Eltern hingehen. Oder ja, wenn du es halt wirklich machst, weil du ja, glaubst, das ist das Richtige, was ich tun sollte. Das wird dir helfen in deinem spirituellen Leben, natürlich. Aber nimm dir mit, echte Spiritualität als Christ wirkt sich auf dein Leben aus. Du bist nicht spirituell, indem du einfach nur zur Kirche erscheinst, indem du einen Anschein hast. Vielleicht. Oder indem du, wenn du denkst irgendwie, oder wenn du denkst, dass es nur irgendwie in deinem Kopf stattfindet. Nein. Echte Spiritualität wirkt sich auf dein Leben aus. Und wir sollten als Christen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes. Und natürlich müssen wir dazu die Bibel kennen. Ja, wir müssen dazu wissen, was sagt Gottes Wort. Wir müssen unsere Sinne durch Übung schulen. Und wir sollten niemals auf Fake-Spiritualität hereinfallen und irgendwie denken, ja, weil jetzt derjenige in seiner in seinem Instagram-Profil irgendwie einen Bibelvers stehen hat, deswegen ist er heilig. Uns irgendwie davon verleiten lassen. Und das nur noch so als letzte Anmerkung, dann bin ich fertig mit meiner Predigt. Etwas, was mir aufgefallen ist, so viele irgendwie in liberalen Gemeinden machen einen auf richtig heilig. Irgendwie in ihrem Instagram-Profil oder so. Alles Bibelverse und so. Aber sie leben ein ziemlich gottloses Leben. Dagegen, hier in unserer Gemeinde, die Jugendlichen gehen Seelen gewinnen, kommen dreimal die Woche zur Kirche und so weiter. Aber sie sind einfach normal. Sie sind nicht irgendwie übermäßig heilig. Und habe du einfach als Christ die richtige Spiritualität. Nicht alles in dieser Predigt trifft unbedingt auf dein persönliches Leben zu, aber du kannst dir trotzdem ein paar Punkte mitnehmen. Echte Spiritualität Gott gegenüber, du kannst Gott nicht betrügen. Der Herr weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Ob du den Herrn liebst oder ob es nur einfach eine Show ist, dass du einfach nur zur Kirche gehst, um irgendwie mal heilig dazustehen. Nein. Fürchte den Herrn und lass dich nicht verleiten. Sei nicht wie Adonia und Joab, die dann in letzter Sekunde irgendwie dann nochmal ein bisschen heilig sein wollen. Lass uns beten. Ja, danke für dein Wort. Danke, Herr, für all die Zusammenhänge in deinem Wort, die wir lesen können, Herr, dass du uns lehrst, was gerecht ist und was böse ist, Herr, dass wir Weisheit durch dein Wort empfangen, Herr. Und ich danke dir für deine gerechten Gerichte. Hilf uns, ein gerechtes Urteil zu fällen als Christen, Herr. Segne diese Predigt, dass es eine Hilfe sein für jeden. Und Herr, ich danke dir für die Beispiele, die wir in der Bibel haben. Herr, hilf uns, dass wir uns fürchten und dass wir nicht dieselben Fehler begehen wie gottlose Männer in der Bibel. Hilf uns, sie als Warnung zu nehmen und hilf uns nicht fake zu sein. Hilf uns nicht einfach so Dinge zu machen, weil man Dinge macht, sondern hilf uns, dich zu lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele und unserem ganzen Denken, Herr. Hilf uns, dich zu fürchten und wirklich spirituell zu sein, mit deinem Heiligen Geist erfüllt zu sein, Herr. Und bitte hilf uns, unsere Sünden nicht nur zu bekennen, sondern auch zu lassen, Herr. Und Herr, danke dafür, dass wir aber so oder so Errettung haben durch deinen Sohn Jesus Christus, Herr. Und ich danke dir für dein herrliches Wort. Danke dafür, dass du uns alles gegeben hast, was wir wissen müssen, Herr. Ich bitte dich, segne das Seelengewinn, lass viele Menschen gerettet werden in Pforzheim und wir beten in Jesu Namen. Amen.